Sigmar Gabriel trauert, Politikexpertin von Baum erschlagen. Die schreckliche Bilanz von Sturm Xavier, 7 Tote. Auch in Berlin gibt es ein Todesopfer zu beklagen. Bei der Frau, die am Donnerstag ihr Leben verlor, handelt es sich eine prominente Politikjournalistin und Buchautorin 54. Bundesaußenminister, 58, gab die traurige Nachricht bei Twitter bekannt: Ich bin bestürzt über den Tod von Dr. Meine Gedanken sind bei ihren Angehörigen. Zudem teilte er eine offizielle Mitteilung des Auswärtigen Amtes: Wir trauern um eine gute Freundin und leidenschaftliche Außenpolitikerin. Ihr Tod ist ein schwerer Verlust für uns in Deutschland und weit darüber hinaus. Bild berichtet, wie genau sich das Unglück zutrug, bei dem ihr Leben verlor. Offenbar kam sie zusammen mit zwei weiteren Frauen gerade von einer Veranstaltung mit dem Außenminister, war gegen 17.30 Uhr in einem blauen Audi unterwegs. Weil sie an einer Kreuzung aufgrund eines umgefallenen Baumes nicht weiterfahren konnten, stiegen zwei der drei Fahrzeuge in seinen aus, um es der beiseite zu räumen. Ein weiterer Baum kippte um, krachte auf den Wagen und die Frauen. Frau Doktor. Sei sofort tot gewesen, eine ihrer Begleiterinnen sei schwer am Kopf verletzt worden. Die Frau, die im Auto geblieben war, kam mit leichten Verletzungen davongekommen.